Moin moin Leute, mein Name ist Refaser und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem ersten Video rund um die Closed Alpha von EverQuest Landmark. Und ich erstelle mir gerade meinen Charakter zum ersten Mal, beziehungsweise zum zweiten Mal. Ich habe bereits einen erstellt gehabt, aber ich konnte nichts sehen, also hier die Charakter. Außer wurde nicht gezeigt. Dazu sage ich gleich ein bisschen was. Wir stellen uns den erstmal und gucken wir mal, was hier Schönes für Auswahlmöglichkeiten da sind. Wie ihr wisst, ist es eine Alpha, das heißt, da sind Fehler vorhanden und ich zum Beispiel hatte einen großen Fehler. Auf den gehe ich gleich ein bisschen ein. Vielleicht hilft es den einen oder anderen von euch, der sich auch überlegt, EverQuest Landmark zu kaufen, denn man kann es zurzeit nur kaufen, auch wenn es ein Free-to-Play-Spiel wird. So, wir haben ein bisschen Bart. Hair Color ändert sich nicht wirklich, ja doch, es wird ein bisschen heller, aber ich bin ja auch dunkelhaarig, daher kriegt er schwarze Haare und die Augen machen wir mal hell. Na, ein bisschen heller, so, grün. Und der Name, wie sollte es anders sein? Refaser. So, wir createn den jetzt mal und gehen auf Claims 0, das ist auch nicht schlecht, auf Satisfaction, EU, Low. Die EU-Server sind sowieso ziemlich low. Ich glaube, es haben noch nicht so viele EU-Mitglieder das Ding gekauft. Ist aber auch nicht so schlimm. Ich weiß selber noch nicht so ganz genau, was mich erwartet. Aber, okay, jetzt erstmal kurz während des Ladebildschirms zu den Fehlern. Mir wurde die Charakter an sich nicht gezeigt und sämtliche Items hatten einen String-Fehler. Das bedeutet, ich konnte den Namen nicht erkennen, nicht wofür sie sind und so weiter. Das liegt daran, dass die Alpha erst einmal, also eigentlich offiziell, erst in Amerika rausgekommen ist und daher auch nur im englischsprachigen Raum. Wenn ihr das in einem deutschen System installiert, dann kann er sich die Daten aus irgendeinem Grund nicht ziehen. Was habe ich gemacht? Ich habe unter der Systemsteuerung von Windows einfach die englische Sprache nachinstalliert und mein System gerade komplett auf Englisch umgestellt und somit scheint der Fehler vorerst behoben zu sein. Wie gehabt, es handelt sich hierbei um eine Alpha, also war mir von vornherein klar, dass es nicht hundertprozentig flüssig läuft und ich finde, das ist auch nicht so ein schlimmer Fehler. Ich konnte die Lösung dafür ziemlich schnell finden und da sind wir auch schon in so einem Startgebiet und ich habe überhaupt keine Ahnung. You must move away before you can mine or build. Ja, ist gut. Ich habe überhaupt nicht den Hauch einer Ahnung, was ich hier mache oder was ich hier machen soll und wir gucken gleich mal, was ich überhaupt machen kann. So, ihr seht, ich habe so ein paar Sachen, also ich habe ja einmal schon mal kurz gespielt, aber ich will kurz in die Game Settings und zwar suche ich gerade irgendwas, womit ich eventuell, nee, das ist alles nur das, die Steuerung, nö, habe ich nicht. Ich würde nämlich gerne ein bisschen weiter weg mit der Kamera und das scheint aber nicht zu funktionieren. Das ist schade. So, das ist Inventory. Das ist nix. Also auf C. Ich drücke mal so die Tasten, die man kennt. Das ist die Map. Dort bin ich. Hier könnte ich so claimen. Das heißt, der Bereich würde mir gehören. Und was hier relativ cool gemacht ist, man muss sich halt bestimmte Sachen erst verdienen. Das heißt, ich kann nicht von vornherein alles machen. Ihr seht, ich habe hier halt ein Stone Pick. Also halt etwas, um Steine abzubauen. Etwas, um nochmal Steine abzubauen. Stone Axe, ne, das ist nur für Holz. Und das ist ein Add-Tool. Und dort habe ich aber bis jetzt noch nicht viel. Ich könnte hier was adden. Denn das, lerne ich einfach mit der Zeit. Use to increase the size of your vault by 5. So, wir gehen jetzt mal hier rein und schauen mal. Genau, die Tooltips funktionieren. Das ist super. Und ich habe ein paar Sachen mehr. Ich kann halt hier so ein Outfit zum Beispiel anziehen. Was schon ziemlich genial aussieht. Kann ich irgendwie die Kamera drehen? Yeah, was geht? Sieht doch cool aus. So, dann habe ich hier ein bisschen mehr Pockets. Das liegt halt daran wahrscheinlich, dass ich halt die Beta gekauft habe. Das hier ist irgendwie Explorer. Ja, dass ich einmal Kunden bin. Dann kann ich halt Bereiche claimen. Dann habe ich eine Founders Pickaxe. Die machen wir doch direkt ran. Ein Claim Pack. This contains several items that will help you get your first claim started. Und dann habe ich hier eine Ring of Bounty. 10% Harvest Bonus. Den ziehen wir direkt an. So, was machen wir? Wir gucken mal an, was kann ich hier eigentlich machen. Also mit 1 hole ich meine Axt raus. Ja, wobei, ich mache das mal ein bisschen anders. Das hier ist Founders Pickaxe. Und das ist Stone Pick. Das heißt, wir machen das einmal so. Und guck mal. Also wie sieht es das alles halt hier halt ein bisschen eckig. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt die Pickaxe raushole, kann ich anfangen hier rumzupicken. Und ich halte gedrückt und somit kann ich theoretisch Sachen abbauen, wobei hier scheint es jetzt nicht der Fall zu sein, dass ich das kann.
You have the lifetime's immediate area, dig away. Jetzt geht's. So. Und was mich gerade ein bisschen nervt, ist wirklich die Kamera. Ich würde die gerne ein bisschen weiter wegnehmen. Ich glaube, das geht aber gerade nicht. Aber egal. So, weil näher dran geht sie irgendwie auch nicht. QE, also ich drücke gerade einfach so die Standardtasten. Und ja, was ich aber noch vergessen habe, als ich das Spiel das erste Mal gestartet habe, kam ein ziemlich geniales Intro. In Hinsicht nicht jetzt auf Game-Intro, sondern einfach bestimmt ein 4 Minuten Video, wo die Entwickler erklären, was es mit dieser Alpha auf sich hat, warum die das machen, was wir uns davon erwarten sollen, was wir als Spieler dafür machen sollen, fand ich sehr, sehr geil gemacht. Damit sieht man, die haben sich richtig Mühe gegeben. Ihr seht, das hier ist riesig. Ich bewege mich in einem riesen Kontinent. Und werde jetzt mal einfach anfangen, ein bisschen hier was einzusammeln. Und warum? Also jetzt hier müsste es gehen. Ja, genau. Ihr seht, jetzt sammle ich ein. Zack, zack, zack. Und kann halt bis zu einem bestimmten Punkt grabben. Also, was heißt grabben? Halt hier Steine einsammeln zum Beispiel. So, der Kreis wird dann irgendwann demnächst rot, dann ist da nichts mehr zu holen, dann gehe ich halt ein bisschen weiter. Dann holen wir uns gleich noch ein bisschen Holz irgendwo. Und dann müssen wir aber erst einmal wieder zurück zu dem Anfangsgebiet, wo ich gerade rausgekommen bin, denn dort sind die ganzen Crafting-Sachen, also die ganzen Utensilien, die ich zum Crafting brauche. Ich kann mir aber halt wohl mit der Zeit etwas bauen, was ich dann, womit ich das dann überall sozusagen machen kann. So, jetzt nehmen wir das hier auch noch. Tuk, tuk, tuk. Und ja, grundsätzlich, ich habe wenig Ahnung von dem Spiel. Ich finde es aber ganz cool, wenn ich einfach mit euch zusammen das dann ein bisschen jetzt erkunde. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt oft zeigen möchte, aber die einigen von euch wissen ja, EverQuest Next ist ja das dazu kommende MMORPG. Und so wie ich es verstanden habe, ist es so, dass wir dann mit EverQuest Landmark einfach Gebiete, Häuser und sonstige Sachen halt für EverQuest Nest auch bauen können. Und das finde ich halt ist ein sehr genialer Ansatz, denn so können zumindest neue Gebiete von den Spielern einfach erschaffen werden. Und ich gehe auch ganz stark davon aus, dass dann irgendwann sowas wie eine Foundry kommt, wie bei Neverwinter, wie bei Star Wars Online, womit die Spieler dann nicht nur Gebiete, sondern auch richtig, richtig schöne Quests machen können. Und dann haben wir letztendlich ein eigenständiges MMO, was sich selbst einfach immer weiterentwickelt. Und das wäre ja schon ziemlich genial. Von der Grafik her ist es ein bisschen auf Comic-Style. Ihr seht, aber sieht schon sehr geil aus. Und es ist halt, wie die Entwickler auch gesagt haben, es ist eine very, very early Alpha. Was bedeutet das? Das bedeutet einfach nur, dass es ist noch bei Weitem nicht im, in dem Zustand, in dem die Entwickler das noch haben wollen. Und das ist aber auch okay, ich wusste, worauf ich mich einlasse und das möchte ich hier auch nochmal sagen. Also wenn ihr irgendwelche Sachen habt, die ich mal ausprobieren soll, schreibt es gerne einfach in die Kommentare, dann gucke ich das, falls ihr euch noch nicht sicher seid, ob ihr euch das holen wollt. Ich persönlich bin eigentlich gar nicht so der Ich-baue-Sachen-Typ wie Minecraft. Ich habe Minecraft persönlich noch nie gespielt, aber auch weil ich vielleicht ein bisschen Angst davor hatte, dass es mir doch ganz gut gefällt. Aber das hier ist einfach nur, ich habe Interesse an EverQuest Next und ich finde mit diesem Founders Package, was ich gekauft habe, was auch 50 Euro gekostet hat, muss man sich auch reinziehen. Das ist nicht günstig, aber damit unterstütze ich die Entwickler, die wirklich einfach eine grandiose Idee in meinen Augen haben, die auch wirklich gut werden kann und dafür brauchen sie die Unterstützung. Dazu kommt es auch noch, dass ich halt von Anfang an dabei bin und mir meinen eigenen Eindruck machen kann und euch vielleicht dann auch so zeigen kann, okay, vielleicht ist das was für euch, vielleicht ist das nichts für euch. Ich bin mal sehr gespannt, was ihr davon haltet, ob ihr wollt, dass ich euch mehr zeige, denn das richtig coole ist, es ist zwar eine Closed Alpha, die Entwickler sagen selbst, das Spiel ist ungefähr zu 60% fertig, aber sie haben auch gesagt, hey, wir wollen keine NDA mehr drauf haben, wir freuen uns, wenn ihr das Spiel zeigt, wenn ihr eure Erfahrungen zeigt, wenn ihr uns dann auch zeigt, wie gefällt es euch, was gefällt euch nicht, denn hier ist auch ganz, ganz viel Kommunikation mit den Entwicklern nötig gerade, beziehungsweise sie wollen diese Kommunikation auch haben, damit sie einfach viel Feedback bekommen und das Spiel so dementsprechend sehr, sehr gut voranbringen können. So, den Baum haben wir jetzt auch platt, dann machen wir mal ein bisschen weiter. Das mit der Kamera nervt mich echt. Ich hätte schwören können, ich konnte sie schon mal weiter weg machen. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass ich in Videos gesehen habe, dass sie weiter weg ist. Vielleicht habe ich bis dahin... Ah, Shift gedrückt halten! Shift gedrückt halten, meine Freunde. Ne, man muss einfach nur ausprobieren. So, ich habe jetzt gerade alles auf Ultra. Ich weiß gar nicht, ob das mein Rechner mitmacht, weil sie haben auch gesagt, das Spiel ist noch überhaupt nicht optimiert. Das heißt, die Systemanforderungen sind gerade zurzeit extrem hoch. Wie hoch, kann ich euch nicht sagen, habe ich selber gar nicht drauf geachtet. Ist auch geil, ich habe das Ding einfach gekauft. Ich habe mir auch. Das war so mal wieder so eine typische Nacht- und Nebel-Rephaser-Aktion, wo er sich gedacht hat:
Ja, klingt gut. Ach ja, kann man jetzt kaufen. Ach, scheiß drauf, machst du einfach, weil du willst das Spiel sowieso spielen. So, jetzt sind wir hier in so einer Art Crafting-Ort. Und wir gucken mal, was ich machen kann bis jetzt. Denn ich glaube, bis jetzt kann ich noch gar nicht so viel machen. So. Building Tool. Add Tool. Und ihr seht, ich kann jetzt halt Tools wohl dazu kaufen. Add Tool. Ja, Heal Tool. Damit ich mich heilen kann wahrscheinlich. Delete Tool. Selection Tool. Dafür brauche ich zum Beispiel hier Elementen Iron. Ich brauche Topaz und ich brauche Iron Ingot. Crafting Stations. Stoneforge, hier kann ich halt meine Crafting Stations bauen und Prop. Das ist jetzt irgendwas anderes. Also, so viel habe ich ja noch gar nicht. Ich könnte aber zum Beispiel auch bestimmte Hacken bauen. Damit kann ich wahrscheinlich einfach Sachen besser rausholen und auch Äxte und Accessories. Halt ein Lightstone, was bringt das zum Beispiel? Das brauche ich wahrscheinlich, um andere Sachen zu bauen. Ein Grappling Hook und Metall zum Beispiel. Kann ich auch noch nichts machen. Jetzt gucken wir mal. Wie gehabt, ich habe es bis jetzt noch nicht wirklich gespielt. Deswegen finde ich es auch immer ganz gut. So, ein Add-Tool habe ich aber schon. Ja, den will ich dann auch natürlich nicht bauen. Aber ein Heal-Tool, den craften wir einfach mal. Dirt. Ja, davon habe ich eine Menge, glaube ich. Hier kurz mein Inventory auf. Was habe ich denn so? Oder wo sehe ich denn meine... Ah, Materials. Das sind Flächen und das ist ein Haus wahrscheinlich. Ich habe Dirt, ich habe Stone. Ah, das sieht doch alles ganz nett aus. Muss man sich auch erstmal reintüffeln. So, was habe ich jetzt gebaut? Ein Heal-Tool. Und den ziehe ich jetzt mal da raus. Oh, entschuldige, aber ich bin auch ein bisschen platt mittlerweile. Dann bauen wir uns noch den Delete-Tool. Und dann Selection-Tool. Dafür brauche ich Elemental Iron. Dafür brauche ich Topaz. Und dafür brauche ich Iron Ingot. Habe ich alles nicht. Jetzt will ich aber gucken, wo kann ich zum Beispiel... Also die Crafting Station will ich ja irgendwie mitnehmen. Was brauche ich dafür? Dafür brauche ich eine Stoneforge. Brauche ich 2000 Steine. Dann brauche ich Kupfer. Und dann brauche ich Elementarkupfer. Und wenn ich jetzt hier reingehe und gucke, Copper Ingot, dafür brauche ich Kupfererz. Ja, irgendwie auch klar. Und den bekomme ich wahrscheinlich irgendwo einfach auf dem Boden. Also gehen wir gleich Kupfererz suchen. Und so läuft das Ganze ab. Farmen, bauen und Welten erschaffen. Wahaha. So, ihr seht, da läuft auch schon jemand rum. Und ich will, kann ich mir das irgendwie markieren? Nö. Aber dann laufen wir einfach mal da. Dig away. Da seht ihr die Sally Smithins auch wahrscheinlich hier irgendwie am rumfarmen wie bekloppt. Und nee, das ist das Richtige. Genau. Und jetzt kann ich hier anfangen, ein bisschen auf dem Boden rumzuhacken. Und ich kriege gerade nur Dreck. Naja, ist auch was. So. Oh, da war was anderes, oder? Dreck, Stein, Stein, Dreck, Stein, Stein, Stein. Kann ich irgendwas hier Besonderes erkennen? Ist wahrscheinlich das könnte natürlich Kupfer vorkommen. Und da wollen wir dann mal hin und gucken, ob wir wirklich Kupfervorkommen dort finden. Aber auf dem Weg dahin nehmen wir natürlich hier irgendeinen besonderen Baum vielleicht mit. Ich finde die Animation auch ziemlich genial, dass diese kleine... Holzstückchen dann auf mich zugeflogen kommen. Und weiter geht's. So, was ist das hier? Das ist ein Riesenbaum. Ah, egal, haben wir auch drauf. Nee, das scheint nicht zu funktionieren. Gut. Ah, ihr seht da hinten so farbliche Markierungen. Ich gehe davon aus, dass man da besondere erwarten kann. Auch rein, Junge. Oh, und ich habe schon irgendwas Blaues gefunden. So schnell geht das. Geile Sache. So. Ja, grundsätzlich, ich will euch jetzt ja auch nicht zu Tode langweilen. Würde mich sehr interessieren, inwieweit ihr sowas für sinnvoll erachtet. Also, wie ihr solche Spiele findet. Ich weiß ja, Minecraft ist ja ein Spiel, was eine unglaubliche Community hat.
Was mich bislang ziemlich kalt gelassen hat, aber ich muss sagen, für EverQuest war das so, okay, kann man mal ausprobieren. Und ob ihr sowas sehen wollt, ob ich euch ein bisschen was zeigen soll, schreibt gerne alles in die Kommentare, worauf ihr Bock habt. Und ich finde, ihr Kupfer bis zum geht nicht mehr. Yeah. Also ich werde jetzt ein bisschen hier rumfarmen noch und dann mal schauen, dass ich vielleicht das nächste, beim nächsten Mal ein bisschen was bauen kann. Dass ich bis dahin genug gesammelt habe. Ja, hau rein, Junge. Hau rein, kleiner Refaser. Und ja, lasst mir gerne einen Kommentar da, was ihr von solchen Sachen haltet, ob ihr euch auch auf EverQuest freut oder auf EverQuest Next, ob ihr schon darüber nachgedacht habt, euch vielleicht ein Founders Package von EverQuest Landmark zu kaufen. Die Kosten, wenn ich mich nicht irre, gehen bei 20 Euro los und bis, ich glaube, 150 Euro oder so könnt ihr dafür bezahlen. Wie gesagt, ich habe mir das mittlere Paket gekauft, das war es mir wert, weil ich das Ding ausprobieren wollte. Und ja, ich freue mich auf eure Kommentare und sage jetzt schon mal, wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Und bis dahin, ciao, ich bin dann mal raus.